Habe dir gesagt, Servus miteinander. Ja, ich bin heute heimgekommen, wann war es denn? Dreiviertel sechs. Dann habe ich ein Backel vor der Tür gehabt. Ein kleines. Das Backel, das hat jetzt gar nicht einmal so einen weiten Weg. Es kommt nämlich aus Bruck. Genauer gesagt aus Fürstenfeldbruck. Ja, bei dem einen oder anderen wird es jetzt schon klingeln. Was damit auf sich hat, mit Fürstenfeldbruck, ja, Fürstenfeldbruck, da hab ich, das habe ich doch schon mal gehört, gell? Ja, gibt's denn da nicht einen YouTuber? Den bekanntesten Bayerischen? Heißt der nicht? Ed, kann das sein? Kann das sein, dass der Ed heißt? Ja, das kann sein. Ich habe ein Beigel gekriegt. Vom Ed, vom Sir Edward. Ist ein Backel vor der Tür gestanden. Und da machen wir jetzt ein Unboxing, ein Ausbackel-Video, wie es auf Bayerisch heißt. Dann machen wir das jetzt. Bin ja gespannt, was da daherkommt. Ausbackelt haben wir gestern, ausbackeln haben wir heute. Das ist schon mit Krepppapier. Putsch. Du hast gut reinbackelt. So. Schauen wir mal, was da zum Vorschein kommt. Aha. Das scheint ein Glasel oder irgendwas zum sein. Schauen wir mal. Luftkissenfolie. Auf jeden Fall ein Krügel oder eine Tasse oder. Ah, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was es ist. Die berühmte Sir Edward Tasse, gell? Ach, das ist einmal cool. Ach, die finde ich eh super, die Tasse. Die hat auch nicht jeder. Mit der Schar. Da schaut's her. Ah, geil. Da trinke ich jetzt jeden Tag da meinen Frühstückstee raus. Cool. Ja, Ed. Ich freue mich sehr, dann sage ich herzlichen Dank. Jetzt bin ich auch Besitzer von so einer affengeilen Sir Edward Tasse. Wer er lebt und lebt, der Ed. Okay. Ja, danke dir. Danke, das ist sehr nett von dir. Es freut mich. Ja, das ist jetzt wieder ein kleiner Freudenmoment, weil ich muss echt sagen, mir ist das mit Helmut, mir ist das auch so an die Nieren gegangen, ich habe heute den ganzen Tag in der Arbeit nichts anderes im Kopf gehabt. Ich habe ständig drüber denken müssen. Ja. Aber du, danke, das erfreut jetzt meinen Feierabend. Gell? Ja gut, dann war es jetzt das schon wieder, das kleine Unboxing. Ich besitze einer super geilen Sir Edward Tasse. Ja gut. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Gell. Ihr wisst es, ich sage jetzt nichts mehr. Dino. Und alles andere ist eigentlich auch logisch mittlerweile. Was da müsst, wenn es mir gern seht. Gut,
dann bleibt mir noch eins zum Sagen, ihr kennt es, also habt einen schönen Abend, fährt euch Servus und Habitere. Und Ed, nochmal Danke.